Der Magdeburger Zoo sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Aus Sicht vieler Magdeburger Tierfreunde leider für schlechte. Die drei eingeschlieferten Tigerbabys sind noch immer in aller Munde. Und dennoch geht die Arbeit im Zoo natürlich weiter. Projekte müssen weiterverfolgt und neu angeschoben werden. Eins davon ist das Amazonien-Bauprojekt. Wir waren als einziges Fernsehteam beim Start dabei. Start des Amazonien-Bauprojekts in der vergangenen Woche mit der Mädchenband Wir Drei, bekannt aus dem Fernsehen und seit kurzem mit dem ersten Album auf dem Markt. Am 15. Juni steigt im Zoo das Sparkassen-Amazonien-Fest als Dankeschön für die zahlreichen Spender, die seit März 2007 das Projekt bereits unterstützt haben. 37.000 Euro sind auf diese Weise bislang zusammengekommen. Und Sparkassensprecher Matthias Giraldi brachte gleich noch einen Scheck über 12.000 Euro mit. Auch die Flachlandtapire, in deren Gehege auf die Veranstaltung im Juni aufmerksam gemacht wurde, werden, wenn alles klappt, im nächsten Jahr in das neue südamerikanische Amazonien-Tropenhaus einziehen. Über 2000 Quadratmeter soll sich die neue Anlage in der südwestlichen Ecke des Zoos erstrecken. 1,1 Millionen Euro wird sie kosten und mit entsprechenden Außenanlagen versehen sein, sodass auch neue Tierarten im Zoo Einzug halten können. Herr Giraldi, die Stadtsparkasse unterstützt, wie so oft, wieder ein interessantes Projekt im Zoo Amazonien. Wie ist die Zusammenarbeit da zustande gekommen und was interessiert Sie so besonders an Amazonien? Naja, Amazonien ist insofern ein interessantes Projekt, als es eines der Highlights im Zoo geben wird. Und die Stadtsparkasse als größtes Kreditinstitut vor Ort mit den meisten Kunden möchte natürlich ihren Kunden so ein Highlight auch bieten. Und darum sind wir mit dem Zoo sehr schnell einig geworden, dass wir da zusammenarbeiten möchten. Gab es heute die erste Spende Ihrerseits, 12.000 Euro, ist sicherlich nicht der Betrag, der insgesamt gebraucht wird. Nein, das Ganze sind jetzt Gelder, die helfen, die Kampagne weiterzubringen, denn es ist eine Kampagne zum Mitmachen. Nicht die Sparkasse alleine kann das tragen, sondern der Zoo hat breit zu Unterstützung aufgerufen und wir helfen dem Zoo bei seinen Bemühungen, die Gelder zusammenzubekommen. Nun haben wir heute schon eine kleine Promotion-Aktion gehabt mit der Band Wir Drei. Wie ist denn da die Zusammenarbeit zustande gekommen? Das ist eigentlich im Rahmen des Sparkassen Amazonien Festes, was wir jetzt als Dankeschön an unsere Spender, unsere Einzelspender machen werden im Juni, am 15. Juni, dass wir unsere Spender einladen, die auch schon Bausteine gekauft haben für Amazonien und ihnen an dem Tag ein schönes Fest bescheren wollten. Und dafür haben wir die Band eingeladen, dass sie an dem Tag auftritt und die Kinder und die Familien unterhält. Du gibst sicherlich noch mehrere Bauprojekte hier im Zoo. Ich denke bloß mal ans Affenhaus, da ist noch ein bisschen was zu tun. Auch bei den Elefanten steht noch was an. Wie geht es denn da weiter? Die nächsten Projekte sind dann Afrikambo 1 und 2, das, wie Sie richtig sagten, die Elefanten, allerdings sind die letzten und nicht die allerletzten oder last but not least, wie man so schön sagt, aber erstmal kommen die Nashörner dran, mit den Giraffen auch und als letztes werden dann die Elefanten. Jetzt waren noch zwei ganz andere Fragen. Man hat jetzt schon zwei Wochen lang nichts mehr vom Lux gehört. Wo steckt er? Was macht er? Oh, wir sind uns nicht ganz sicher. Also die Fallen sind aufgestellt, wir kontrollieren die auch zweimal täglich. Bisher leider ohne Erfolg. Wir haben keine Ahnung. Wir kriegen immer noch mal ab und zu mal einen Hinweis, aber wir können nicht sagen, ob da wirklich was hintersteckt. Eine Frage muss ich noch stellen. Wie ist die Besucherresonanz in den letzten zwei Wochen nach dem unerfreulichen Vorgängen, die es hier gab? Ja, also ich sag mal, es hat sich nichts verändert, was die Besucherzahlen angeht. Besucher kommen weiterhin und unterstützen uns auch weiterhin. Sicherlich hat jeder seine persönliche Meinung und Einstellung zu dem Thema und das kann man ja auch eben nur zugestehen. Na, ich wollte noch eine Nachricht an unsere Kunden herausgeben, nämlich am Sparkassen-Amazonientag wird es für Sparkassenkunden, die ihre Sparkassenkarte an der Kasse vorlegen können, nur den halben Preis geben.